Hallo und herzlich willkommen hier zurück zur Parkshow, meine lieben Freunde. Es ist ja unfassbar. Da ist schon wieder die nächste Folge hier. Folge 51, Folge Nummer 1 nach unserem 50-jährigen Jubiläum der Parkshow von letztem Mal. Mensch, da sind ja die Sektkorken nur so durch die Decke geknallt. Da haben wir ja ordentlich gefeiert. Das war vielleicht eine Sause, du. Folge 50 der Parkshow. Danke nochmal für die lieben Kommentare. Und natürlich geht es weiter. Ich habe natürlich keinen einzigen Gedanken daran verschwendet, jetzt aufzuhören auf dem Höhepunkt der Parkshow. Nein, es geht direkt weiter mit dem nächsten Höhepunkt. Folge Nummer 51. Heute sind wir nämlich in einem ganz spannenden Park zu Gast. Nämlich in PortAventura. Oder PortAventura. Oder PortAventura. Ich weiß nicht wie man es ausspricht. Denn es ist ein spanischer Park. Und dieser spanische Park ist sogar besuchbar. In Wirklichkeit. Ja, es ist ein echter Park. Mir sagt er natürlich was. Ich war natürlich nie da, aber ich weiß, dass es einer der größten Parks oder wenn nicht sogar der größte Park Spaniens ist. Und dieser Park wurde hier in diesem Falle von Alf ATM nachgebaut. Ich weiß nicht, da ich ja auch nie da war, inwiefern das realistisch ist. Aber ich habe mir mal Bilder online angeguckt. Ich habe natürlich eben den Park schon mal überflogen. Und wir können ja uns schon mal so ein bisschen drehen. Und ich kann schon mal sagen, es wird ein bisschen lecken. Vielleicht hat er gerade gespeichert, ich weiß es nicht. Es ist natürlich wieder sehr, sehr viel verbaut. Und ja, ich bin drüber geflogen und habe mir, um mal zu sehen, aber erst wusste ich das nicht genau, ob er jetzt wirklich das meint, was ich im Kopf hatte, nämlich diesen Park. Und dann habe ich natürlich geguckt, ach guck mal, da ist schon wieder Feuerwerk. Ja. Habe ich natürlich geguckt und ja, er hat sich wahrscheinlich daran orientiert, denn ich habe auf den Bildern gesehen, dass hier etliche Attraktionen sind, die es auch wirklich gibt. Und ja, da bin ich doch mal, und da wird es direkt hell, da bin ich doch mal sehr, sehr gespannt. Ihr hattet in der letzten Folge mal geschrieben, dass ich vielleicht mehr in dieser Ausrichtung gehen soll, also quasi als Besucher. Es wird nicht funktionieren. Es wird A nicht funktionieren, weil es viel zu lange dauern wird, wenn ich jeden Weg als Besucher hier beschreite. Und ich finde es tatsächlich auch immer schön, wenn man einfach mal eine Overview hat. Ja, immer so eine Mischmasch aus beidem. Natürlich versuche ich auch oft runter zu gehen und aus der Sicht des Parkbesuchers das Ganze zu bewerten. Ja, kriegen wir schon irgendwie hin. Ein Mischmasch aus beidem, oder? Das sollte doch nicht das Problem sein. Liebe Freunde, ja, wir sind jetzt hier quasi in so einem, das hier sieht ja auch nicht aus wie ein Park, sondern eher halt wie ein Dorf. Hier gibt es ein Klo, hier gibt es ein bisschen Geld, kann man sich hier holen. Ich glaube, das ist halt noch nicht der offizielle Eingang hier, sondern eben irgendwie so eine Art, ja, Dorf vorneweg. Ja, es gibt Schilder, hat nicht funktioniert. Ich habe das runtergeladen und da rein gemacht. Es scheint entweder der andere Namen zu haben oder was. Keine Ahnung, hat bei mir nicht funktioniert, deswegen, ja, fehlen hier leider diese offiziellen Schilder vom Parkerbauer, aber das sollte uns doch nicht stören. Hier ist die Entrada, Entrance, ja, und Hoy Caramos a 0. Heißt das, wir schließen um 0? Irgendwie sowas, ich meine, Caramos ist irgendwie schließen, ich bin mir aber nicht sicher, keine Ahnung. Ich hatte nie Spanisch, ich habe keine Ahnung von Spanisch, deswegen seht es mir nach. Ja, also hier jetzt quasi der Eingang. Wir sind jetzt, haben den Eingang passiert und sind jetzt hier in der Main Street in Anführungsstrichen. Und was wir natürlich bei diesem Park machen können oder nicht machen sollten, ist uns Attraktionen ansehen, wo ich halt vielleicht denke, weil ich hatte eben eine gesehen, wo ich mir gedacht habe, hä, was ist das denn für ein Scheiß, was soll das? Und dann habe ich aber das Bild in real gesehen und das sieht wirklich so aus. Ich habe keine Ahnung, vielleicht sind die Spanier so ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, aber dazu kommen wir nachher. Man sieht vielleicht auch, dass die Spanier komisch sind an diesem Maskottchen hier. Was ist es? Ist es ein Hahn? Es ist ein Vogel, oder? Schon. Also es sieht am ehesten wie ein Vogel aus. Also das Maskottchen macht mir persönlich eher Angst. Aber gut, was soll's? Was soll's? Hier ist Caramel, scheint vielleicht irgendeine spanische Organisation zu sein. Caramel. So, und hier gibt es eine Erste-Hilfe-Station. Also natürlich hier alles vorhanden, was man so braucht. Und ich finde den Platz hier ganz schön. Aber er hat, finde ich, weniger von einem Park als mehr von einem echten Dorf. Außer natürlich hier das Maskottchen. Ich finde das hier, so wie wir es jetzt hier so sehen und man die Schilder vielleicht wegdenkt, könnte ein Dorf sein einfach. Ja, könnte ein Dorf sein. Ich weiß nicht. Und irgendwie erinnert es mich auch an Italy. Die Map von CS. Ganz alt. Ich habe CS nur ganz früher mal gespielt. Ganz, ganz früher. CSGO habe ich nie gespielt. Keine Ahnung. Sieht irgendwie so ein bisschen aus, auch ein bisschen wie Italy. So, wollte ich nochmal loswerden. So, und dann geht's hier weiter. Und dann geht's hier wieder auf so eine Art Plaza. Also es hat wirklich schon so einen Dorfcharakter. Was ja nicht schlecht ist. Finde ich schön.
Und hier auch so kleine Türen hier unten drin. Und hier eine kleine Bühne. Das Theater Principal. Ja, hier sind Aufführungen. Und ich weiß halt, wie gesagt, also ich konnte nicht alles jetzt in 1:1 mir ansehen, ob das jetzt stimmt oder ob das wirklich so ist. Das wissen vielleicht einige von euch besser, inwiefern der 1:1 nachgebaut ist. Aber auch hier, schöner See, hier eine schöne Promenade, schöne Promenade, wo man sich mal hinsetzen kann. Das kann man alles machen, das ist alles legitim. Was ich nicht verstanden habe, ist das hier im See, was soll das sein? Sind da Brunnen drin? Ist da Feuerwerk drauf? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Und auch hier die Stufen, wo einfach so Bäume in den Stufen wachsen, keine Ahnung. Das ist ein bisschen strange. Ist vielleicht in der Wahrheit... Ich halte mich zurück mit strange, weil kann ja sein, dass es wirklich so ist. Dass da eine Stufe ist, wo einfach ein Baum rausschießt. Kann ja sein, man weiß es nicht genau. Hier gibt es Records. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr viel Shop, sehr, sehr viel Main Street hier am Anfang. Wenig Karussell, also noch weil... Also hier hinten sieht man jetzt mal... Das erste Karussell, beziehungsweise die erste Achterbahn. Und dann sieht man vielleicht mal, dass wir wirklich noch in einem Park sind. Weil bis jetzt kann es auch einfach ein Ferienresort sein. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen schneller, weil wir können uns jetzt hier nicht die ganze Zeit mit dieser riesen Einleitung, das ist ja schon echt ein Dorf, ein riesiges, beschäftigen. Denn wir müssen natürlich auch mal das erste Fahrgeschäft begutachten, liebe Freunde. Und da haben wir nämlich hier Furious. Oder, weiß ich nicht, ist das hier drunter? Heißt das noch irgendwas? B... Boah. B. Furious B. Was ist das denn? Ich habe keine Ahnung, ob das hier drunter überhaupt noch was heißt. Vielleicht werden wir den Rollercoaster gleich anklicken. Auf jeden Fall hier. Schöne Pergola. Sehr, sehr viele. Entschuldigung. Es ist spät. Es ist gerade ganz spät, aber ich will es natürlich noch aufnehmen hier. Tut mir leid. Sorry für den kleinen Gainer. Das ist ja nur menschlich, Leute. Muss man auch mal die Menschlichkeitskirche im menschlichen Dorf lassen. Hier gehen die Leute auf jeden Fall durch die Tür. Also da wird... Ich weiß nicht, inwiefern ich das jetzt als realistisch bezeichne oder nicht. Innerhalb des Spiels unrealistisch, weil hier ist keine Tür in dem Falle. Wahrscheinlich ist hier wirklich eine Tür, wenn es denn so ist. Das hier... Es gibt so Sachen, die ich nicht verstehe. Wo ist jetzt hier der Eingangsbereich? Was ist das jetzt hier? Was soll das hier... Man weiß es nicht genau. Es ist ein bisschen sehr strange, ob sich da jetzt an der... Ist das so, weil er sich so dran halten wollte, dass es wirklich so aussieht, oder ist es ein Fehler? Ich kann es schwierig bewerten, wenn der Park halt wirklich richtig existiert. Das ist halt schwierig. Ah, Bacco soll das da unten heißen. Furious Bacco. Na, dann gucken wir mal, was uns hier erwartet. Es ist ein Wing Coaster, offensichtlich beschleunigt. Hoffe ich doch mal. Da oben wird wahrscheinlich wieder irgendwas ablaufen. Ah, schade, dass das nicht funktioniert hat. Aber es wird uns... Der Fahrspaß bleibt uns hoffentlich trotzdem erhalten, liebe Freunde. Ah, was ist denn hier? Wartet man hier erstmal, oder was? Leute, wahrscheinlich ist ja auch noch Musikuntermalung dann. Und dann geht's ab! Was passiert hier bei Furio Bacco? Aha! Geht's quasi in so ein bisschen in den Canyon rein. Sehr schön. Ist auch gar nicht so schnell, tatsächlich. Hier geht's durch so ein hässliches Viereck. Muss man sagen. Also man muss ja sagen, wenn das hässlich ist. So, dann geht's hier hinten lang. Ah, gibt's sogar eine Inversion hier. Knapp über dem Boden vorbeigerauscht hier. Ja. Also, ach, und hier ist schon Ende. Alter, wie kurz ist der Coaster denn? Das ist natürlich jetzt die Frage. Wenn es das im realen Park gibt, dann sind die Spanier halt so ein bisschen komisch, muss man einfach sagen, weil was ist hier besonders jetzt an diesem Coaster? Klar, er wird beschleunigt, so. Aber dann ist es doch das schon gewesen. Also dann fährt er hier einmal rum und dann war es das. Also, würde ich nicht bauen, tatsächlich. Warum sollte man sich sowas bauen? Das ist zu wenig. Bisschen zu wenig. An der Streckenführung kann man nichts merken, das ist alles in Ordnung. Aber das ist doch zu wenig, oder nicht? Geht man da drauf? Also es ist schwierig zu beurteilen. Also wahrscheinlich gibt es den ja wirklich. Also da haben die Spanier doch so ein bisschen eine Mütze, oder? Muss man noch mal sagen. Also weiß ich nicht. Es kommt mir sehr strange vor einfach. Naja, okay. Gucken wir uns mal weiter hier um. Was haben wir hier? Ach, hier hält der Park Express. Okay, hier ist die Park Express Station. Sehr schlicht. Fast schon nicht erkennbar als eine solche. Im Vergleich zu den anderen. Interface wieder aus. Interface wieder aus. Da gucken wir uns mal weiter um. Hier geht's irgendwie, was ist hier unten? Hier, was ist das? Kann man irgendwas machen?
Vielleicht schießen? Ich habe keine Ahnung. Hier ist eine Art Restaurant. Das hat er auch viel gemacht, hier diese Absperrbänder. Port de la Drassana. Ist das ein Anstehbereich? Ich habe keine Ahnung. Die Wege hier sind halt echt strange. Ich habe keine Ahnung, wo es hier... Hier sind doch Drehkreuze. Was ist denn das? Es gibt echt... Also es ist sehr strange. Ich habe keine Ahnung, was hier ist. Hier ist auf jeden Fall keine offizielle Attraktion. Zumindest sehe ich keine. Vielleicht ist er noch nicht ganz fertig, was ich mir aber nicht vorstellen kann. Wir gehen mal hier über die Bridge. Wir gehen mal hier über die Bridge. Schön beleuchtet im Übrigen. Finde ich ganz nett. Und dann haben wir jetzt hier, sieht das jetzt aber eher so aus, als würden wir jetzt langsam in den Wild West Bereich übergehen. Sagen wir mal vom spanischen Hauptgefilde in den Wild West Bereich. Zumindest sieht es ziemlich danach aus. Ach, guck mal, und da haben wir Rapid. Da haben wir eine Rapids Bahn. Grand Canyon Rapids. Auch schön hier wieder gemacht mit diesem runden Einstiegsbereich. Das finde ich ja immer ganz schön. Und dann gehen wir die mal gerade ab. Gucken wir mal, was uns hier erwartet bei den Rapids. Da geht es in den Canyon rein. Das finde ich ja immer ganz schön. Sehr schön. Ist vielleicht nicht so realistisch, habe ich schon 10-mal erwähnt, dass die Canyons hier so rausstechen. So. Außer die sind weich, dann geht das vielleicht. Und nicht eckkantig und eckig und kantig. Dann schlitzen die Boote ja irgendwann auf und haben sehr, sehr viel... Ach, guck mal, hier wird man auch schön nass. Sehr schön. Dann hat man sehr, sehr viel Verschleiß natürlich bei den Booten. Was natürlich auch teuer ist. Ist eine schöne Bahn bis jetzt. Also gefällt mir hier. Durch den Canyon durch. Ein paar Tunnel. Man wird mal nass gespritzt. Also das ist eine schöne Bahn. Ist mal wieder so eine, wo man jetzt nicht diesen großen Splash-Moment hat. Sondern halt hier. Ich gehe jetzt mal so ein bisschen höher. Damit wir hier einen Ausguck haben. Ach guck, und da hinten ist auch wieder ein Wasserfall. Ne, die ist echt schön gemacht. Da kann man noch nicht mäkeln, oder? Kann man da mäkeln? Nein, da kann man nicht mäkeln. Das ist schön. Das ist schön. Dann geht's hier hinten rum. Und dann wieder in den Einstiegsbereich. Also kein großen Splash-Moment. Ich weiß jetzt gar nicht, warum jetzt hier so ein breiter Bereich ist. Hier kann man, als kann man hier lang? Nee, hier ist Wartung. Das ist für die Wartung vielleicht. Kann man auch so drunter. Also da hat er sich natürlich an Realismus gehalten hier. Und hat wahrscheinlich echt versucht, das so aussehen zu lassen wie im echten Park. Was ich ja nicht schlimm finde. Finde ich ja gut. Nur hier und da ein bisschen strange halt einfach, weil entweder nicht umsetzbar mit Planet Coaster oder eben in echt auch strange. Man weiß es nicht genau. Das kann ich eben, wie gesagt, schwierig beurteilen. Wir gehen mal weiter und sind halt, wie gesagt, jetzt hier im El Cactus. Wir sind jetzt hier im Wild West Bereich, definitiv Eagle or Co. Last Dollar. Das sieht mir fast aus wie so ein bisschen eine Art Bohrturm. Ja, kannst mal wieder hell werden, es ist viel zu lange dunkel hier einfach. Ist das jetzt was, wo man reingehen kann? Oder was ist das hier? Eagle or... Ach, guck mal, da ist ein Autoscooter drin. Ja, gar nicht gesehen. Ja, auch hier jetzt wieder wie beim letzten Mal schon, der Autoscooter verdeckt, weil er ist einfach zu bunt, um den jetzt hier einfach hinzustellen. Ja, finde ich schön, finde ich ganz gut. Kann man machen. Crazy Barrels? Was sind jetzt die Crazy Barrels? Ach, das ist wahrscheinlich der Autoscooter, heißt Crazy Barrels, okay. Gut. Auch überall Shops natürlich schön angebunden. Das geht. Was haben wir hier? Alter, allein der Zaun hier frisst schon wieder mega viele Teile. Das sind alles Seile. Und dann hier kann man sich schön mal hinsetzen und ein bisschen was picknicken. Ach, das finde ich schön. Das gefällt mir sehr gut. Ich weiß nicht, warum es nicht mehr Tag wird. Keine Ahnung. Ein riesen WC hier einfach. Er speichert gerade offensichtlich wieder. So, hier haben wir eine Art Bridge mit Mining Trains obendrauf. Und natürlich amerikanische Flaggen. Wir sind im Wild West. Hier eine krasse Bridge. Port Aventura. Hier ein schönes Mühlrad. Da hat er sogar ein neues selber gebaut. Weil mir das alte zu klein... Nee, warte mal, was ist das denn? Da ist eins... Oh nein, da will ich gar nicht erst hingucken! Ah, da kriege ich schon wieder einen Ausraster. Und das hier finde ich schön, oder? So ein richtig altes Ranch-Haus hier. Mit ganz vielen Tischen, da kann man sich hinsetzen. Natürlich eine sehr, sehr breite Veranda in dem Falle. Als Restaurant benutzt. Aber sieht cool aus. Definitiv kann man machen. Gambling Store. Lumberjacks. Was ist hier? Ist da was drin? Ach ja, hier ist eine Bahn drin. Entrance. Visitors Entrance. Moment. Nicht sicher. Ich habe keine Ahnung. Es ist wieder alles sehr strange. Aber das scheint hier... schon der Eingang zu sein. Und auch hier wieder die Rundform, wo man dann einsteigt. Das ist cool gemacht.
Und das ist ja, wie gesagt, oft in den Parks. Und hier hat er auch dann versucht, das so aussehen zu lassen, wie es wahrscheinlich in Wirklichkeit aussieht. Da geht man dann wirklich hier runter und auf diesen runden Bereich und steigt dann hier hinten ein. Gucken wir uns die nochmal kurz an. Alter, das ist schon wieder 15 Minuten rum. Das kann überhaupt nicht wahr sein. Wir müssen uns die schneller angucken, weil es gibt noch viel zu sehen, offensichtlich. Ach, Mensch, die Zeit. Warum suche ich mir auch immer so Riesenparks aus? Das ist immer meine eigene Schuld. Ja, ich würde sagen, die ist jetzt nicht großartig besonders, oder? Die führt hier oben lang. Splash Moment 1, Splash Moment 2, kein richtiger großer Splash. Der größte ist hier am Ende. Ja, den kann man schon als groß bezeichnen. Es wird umschlungen hier von der Achterbahn, die wir uns nachher natürlich näher ansehen werden. Aber großartig Theming ist jetzt hier nicht. Es ist hier hinten ein bisschen grün, es fährt durch einen See. Es geht so ein bisschen hier geschlängelt mit der einen Achterbahn. Es ist eine sehr lange Wasserbahn tatsächlich. Das kann man schon mal festhalten. Da fährt man ordentlich lange mit. Ja, cool. Auf jeden Fall. Das ist jetzt nicht die beste Wasserbahn, die ich hier gesehen habe, aber bestimmt auch nicht die schlechteste. Feuerwehr! Feuerwehr! La 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 la! Feuerwehr! So, das ist also die Lumberjack-Bahn, denn so nenne ich sie. Lumber stand nur drauf. Und ich finde auch hier die Wild West Gebäude, wie auch, jetzt können wir mal schön vergleichen, zum letzten Mal, mindestens auf gleichwertigem Level, oder? Der hat mehr so, die sind größer hier bei ihm, wobei er auch viele kleine hat jetzt gerade, aber ich finde hier diese zweistöckigen hatten wir, glaube ich, im letzten Park eher weniger. Und da können wir mal reingucken, ob ist da was drin? Shops. Okay, hier sind Shops drin. Ah, endlich wieder hell. Endlich sehen wir mal wieder was. So, und hier haben wir nämlich, was haben wir hier? Ein Grill. Also hier, ach guck mal, hier eine schöne Partyfläche. Vielleicht kann man hier tanzen, man weiß es nicht genau. Schöner spanischer Abend hier am Meer. Und dann haben wir hier eine Wild West Show offensichtlich. Leute, guck mal, als würden wir uns jetzt hier die Wild West Show ansehen. Das ist eine schöne Atmosphäre, oder? Muss man einfach mal sagen. Das hat er schön gemacht. Schöne Kulisse. Da freut man sich doch auf eine schöne Stunt-Show hier. Definitiv. Sehr, sehr cool. Das gefällt mir. Da bin ich dabei. Auch hier das ganze Holzwerk, was er jetzt hier gemacht hat. Sieht ein bisschen sehr verworren aus. Aber gut. Aber gut. So. Ja, eine schöne Show hier auf jeden Fall. Auch sehr, sehr ausgiebig kann man hier sich hinsetzen. Also da kommst du, da hast du Platz für einige Leute hier. Auch kleine Bühne für kleine Festchen vielleicht. Vielleicht. Also das ist schon das Old Steakhouse hier. Also da ist schon für alle was geboten. Das muss man mal sagen. Auch eine sehr, sehr große Wild, ein sehr, sehr großer Wild West Bereich. Definitiv. Der ist ja fast so groß wie letztes Mal der Park. Und auch hier haben wir ein Goblet. Da ist es Ringe werfen, oder? Wirft man die Ringe hier drum? Kann das sein? Ja, bestimmt doch, oder? Ach, guck mal hier. Gibt's sogar Ben & Jerry's. Sehr cool. Krieg ich wieder Geld für Werbung machen. Und auch hier sehr viele Spielbuden offensichtlich. Hier kann man Fußball spielen. Das finde ich immer cool. Basketball haben wir da. Dosenwerfen haben wir da. Keine Ahnung, was das ist. Popgun. Kenne ich nicht. Rushing Waters. Ja, ein paar kenne ich nicht. Hütchen. Oh Gott, schon wieder. Es tut mir leid, ey, wenn ich hier öfter mal heute gähne, aber es ist spät und ich habe wenig Sauerstoff. Was ist denn hier? Hier geht irgendwas außerhalb des Parks, geht hier irgendwas hin. Keine Ahnung. Da ist hier noch ein Entrance. Das wird noch ein Entrance sein wahrscheinlich. Ja, ja. Kann man auch rein wahrscheinlich. Ah ja, noch ein Hütchen. Hier sind ganz viele Hütchen-Spiele-Dinger. Was ist das hier? Chicken Stampede. Die Hahnkämpfe? Ich habe gerade ein bisschen Schiss, dass es die Hahnkämpfe gibt. Aber wir sind in Spanien, da ist einiges erlaubt. Und hier haben wir nämlich Dueling Woodies, Alter. Wie krass ist das denn? Und die habe ich nämlich auch auf dem Bild gesehen. Die scheint es wirklich zu geben. Inwiefern der Streckenverlauf da natürlich hundertprozentig den echten entspricht, weiß ich nicht. Aber wir wollen natürlich jetzt endlich mal wieder Achterbahn fahren, ey. 20 Minuten rum oder ist ein Coaster? Das geht doch nicht. Guck mal, da klicken wir uns doch direkt hier mal den an. Und gehen auf Mitfahren. Bäm. Sind wir natürlich wieder im falschen Wagen. Es war doch klar. Bäm. Und dann geht's hoch. Der Rote ist ein bisschen vor uns. Gefällt mir nicht. Aber wir machen jetzt erstmal hier den Speed an. Denn wir haben echt schon wieder 20 Minuten. Das kann nicht wahr sein. Wo bleibt die Zeit, Leute? War ich früher schneller mit den Parkshows? Was ist denn da los? So. Der Rote ist schon vor uns. Und hat hier auch noch den schnelleren. Aber wir sind natürlich innen. Dadurch haben wir natürlich den kürzeren Weg.
So. Gucken wir mal. Der erste Hill hier. Rot vorne. Auf geht das. Sehr eng. Wow. Das ist vielleicht fast zu eng. Wenn man da die Hände hochnimmt, sind's ab. So. Und dann hat er sich hier... Wie gesagt, ich weiß nicht, inwiefern der Streckenverlauf da wirklich originalgetreu ist. Aber ich nehme jetzt einfach mal an, dass er originalgetreu ist. Er sperrt auf jeden Fall äußerst smooth für einen Woody. Definitiv, das hat er schön hingekriegt. Der Rote jetzt in Führung, aber wir sind jetzt hier in der Innenkurve. Und ich glaube, jetzt haben wir ihn fast, oder haben wir ihn überholt? Kommt er uns entgegen? Man weiß es nicht. Man sieht es nicht. Die trennen sich da kurz. Und da kommen wir wieder zusammen und der Rote ist immer noch vorne. Sehr schön. Jetzt kommen wir aber ran hier. Wir haben ein bisschen mehr Speed drauf als der Rode. Ich glaube, wir liegen vorne, liebe Freunde. Ja, wir sind vorne. Wir haben gewonnen. Bam, Blau hat gewonnen. Wir haben direkt den richtigen Coaster ausgewählt. Sehr gut. Wir haben leider, also was heißt leider, der andere ist jetzt relativ ähnlich. Also müssen wir jetzt auch nicht unbedingt den nochmal fahren, würde ich sagen. Weil es auch zeittechnisch nicht so gut passt. Aber was ich mir noch angucken will, ist nochmal kurz das Stationshaus. Das ist jetzt nicht sonderlich ausgefallen, würde ich sagen. Aber durchaus schön gemacht, weil natürlich auch die Warteschlangen auf beiden Seiten vorhanden sind. Und wahrscheinlich sogar auch benutzt werden können, richtig. Wenn hier die Peeps im Park sind. Und das gefällt mir. Granberries and Junior Connery. Nein, J.R. Connery, nicht Junior. So, okay. Auch hier das Streaming finde ich vollkommen legitim. Hier ist ein schöner ein schöner Shop noch mittendrin. Und was haben wir hier? Sind das Wartungshallen? Oder was ist das hier? Ist auf jeden Fall nichts drin. Vielleicht ist einfach da in echt eine Wartungshalle. Aber dann frage ich mich, wo die Schiene da reingeht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, guckt euch das mal an hier. Fünfspurige Autobahn. Alter, krass. Auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Coaster. Sehr, sehr schön austariert. Vor allem hier das. Da muss man sich dann wirklich ja ans Original halten, damit das einigermaßen passt alles. Finde ich sehr, sehr cool. Wir sehen jetzt hier gerade mal, welche ankommen. Können wir uns ja von oben nochmal anschauen. Aber hat er einen Dueling? Hat er einen Dueling-Partner? Wenn, nö. Ich sehe ihn jedenfalls nicht. Das ist ein eigener. Ich wollte nämlich gerade sagen, eigentlich müssten es ja 4 sein und nicht 5. Das Kindercoaster hier noch, Leute. Für Kinder. Der geht hier einmal runter und fährt hier einfach mal eine Kurve. Ich wollte gerade sagen, ein Fünfer kann er eigentlich nicht sein. Das kommt ja nicht hin. Haha, aber es ist einfach noch ein schöner Kindercoaster hier noch dabei. Ein Kinder-Woody. Schöne fünfspurige Autobahn hier. Krass, habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, Mensch, super. Gefällt mir. Aber hier hinten haben wir noch ein schönes Rundfahrgeschäft. Und dann kommen wir hier offensichtlich Richtung Mexiko langsam. Eieiei, arriba, arriba, andele, 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 barabarabarabu. So sieht's aus hier in Mexiko. Ach, guck mal hier, der Salimandi, der Salamandala, oder was ist das? Gecko, man weiß es nicht. Auf jeden Fall auch hier wieder ausladend viele Schirme und Tische und Stühle. Also, da kann man sich, Entschuldigung, da kann man sich wieder richtig schön hinsetzen und ein bisschen was essen und trinken. Das ist doch wunderbar. Jetzt wird es sogar ein bisschen tropischer hier. Palma Real. Und haben hier sogar hier die Krake ist dabei. Krake ist dabei. Jetzt wird es hier fast schon üppig. Wo geht's hier hin? Das sieht mir aus wie ein Staff-Gebäude. Ah, da wurde natürlich auch dran gedacht. Ganz klar. El Diablo. Was ist El Diablo? Weiß man noch nicht. So, was haben wir hier? Was ist das denn? La Cantina. Ist da was drin? Sieht mir nicht so aus. Nee. Es ist wohl eine große Kantine. Ein großes Restaurant, wo man sich hinsetzen kann wahrscheinlich. Okay. Ja, und das hier hatte ich nämlich gesehen und mir gedacht, what the fuck? Was ist das thematisch? Warum ist das so thematisch? Das ist so richtig potthässlich, aber ist es halt in... Also, ne, hätte ich jetzt nicht gewusst, dass es real existiert... Hätte ich halt echt gesagt, was zur Hölle ist nicht richtig mit dir? Aber das sieht in echt wirklich so aus. Die haben da so einen Pott hier oben drauf gemacht. Es ist ja auch, es sieht einfach überhaupt nicht irgendwie nach einer Burg aus.
Ich habe keine Ahnung, was das soll. Wirklich nicht. Oder fährt das im realen Leben hier komplett runter oder so, dass das genau hier reinpasst. Aber so finde ich das echt hässlich und auch echt dumm. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht. Also irgendwas stimmt mit diesem Ding hier nicht. Also er gefällt mir jedenfalls nicht. Ich finde es ganz cool, dass man dann hier reinfällt, aber warum kann man das da oben nicht einfach weglassen? Das passt doch irgendwie nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Leute, auf jeden Fall, Freefall Tower ist natürlich dabei. Hier. Sehr stranger Freefall Tower in dem Falle dann mal. So, Bazaar El Templo. Was ist Bazaar El Templo? Ist da was drin? Gucken wir mal gerade. Da kann man nicht durch. Was ist denn das hier? Das ist echt manchmal unübersichtlich. Was ist hier? Templo del Fuego. Gucken wir mal. Stein im Weg. Hier geht's irgendwie lang. Hier geht's lang. Hier geht's wahrscheinlich durch die Tür. Hier ist auf jeden Fall noch gethemed. Was steht da? Keine Ahnung, hier ist kein Bock zu leben. Wow. Hä? Aber hier ist kein... Hier ist aber kein... Fahrgeschäft, oder? Hier ist einfach nur... Geht man hier einfach nur durch? Das ist natürlich ein krasser Tempel hier. Hier kriegt man ordentlich eingeheizt. Holy shit. Da geht man hier wieder raus, oder was? Ach, das ist mir zu unübersichtlich. Ich weiß nicht, wo man hier lang geht. Aber das scheint nur... Also hier ist kein Fahrgeschäft drin, so. Man geht da lang und geht da in diesen Tempel und guckt sich den an. Keine Ahnung. Muss man selber wissen. Hier noch ein schönes Rundfahrgeschäft. Ja, eher schlicht gethemed, würde ich sagen. Einfach nur hier die Dinger drüber. Aber okay, kann man machen. Ja, und wie gesagt, hier der klobige Freefall Tower. So, und dann sind wir hier, was ist denn das? Polynesien oder was? Gran Teatro Maya. Also mit Theatern hat das. Es gibt viele Theater, wo man sich was angucken kann. Ist da jetzt ein Theater drin? Nee. Wo ist denn jetzt Gran Theater? Da drin wahrscheinlich. Keine Ahnung. Also vieles ist sehr, sehr strange. Muss man aber sagen. Wo ich halt nicht weiß, wo ist da drinnen was zu sehen. Wahrscheinlich aber da drinnen halt. Das hier ist der Eingangsbereich und dann geht man da wahrscheinlich in das Theater und lässt sich von einer wunderbaren Show berieseln. Und auch hier, ich finde das Theming echt gut gemacht. Das sieht schön aus. Da kann man sich gar nicht dran satt sehen, Alter, 27 Minuten. Wo ist die Zeit denn? Ist das wahr? El Diablo! Was ist El Diablo? Bereich oder ist El Diablo hier die Bahn? Wir fahren jetzt mit El Diablo. Leute, wir haben keine Zeit, uns jetzt hier so kleintechnisch mit allem zu befassen. Ey. Ich muss schneller machen ein bisschen. Ich weiß, jetzt werdet ihr wieder sagen, drück nicht so auf die Tube. Ey, Leute, kann auch nicht jetzt hier jedes Haus mehr angucken, offensichtlich. So, wir sind im richtigen. Gerda drückt's Knöpfchen und da geht's... Ach, da geht's ja erstmal runter. Wir müssen uns ein bisschen weiter nach hinten setzen. So. Und ist jetzt die Bahn El Diablo? Also ich finde diese ganzen Parks echt manchmal komisch. Am komischsten war natürlich bis jetzt der japanische Park Okiyama irgendwas. Folge Nummer 29, wenn ihr die verpasst habt. Das war sehr strange, aber der hier folgt diesem jetzt. Also der spanische Park ist auch nicht ohne an Strangeness. So, wenn wir hier ein bisschen schneller hier. So, und dann geht's runter. Nein, dann geht's langsam gerade. Schon wieder eine komische Bahn. Die Spanier haben es doch nicht. Was machen die denn hier? Was ist das denn? Es ist ja jetzt auch nicht so, dass man sagt, boah, hier sieht man so viel, ist mega krass. Jetzt sind wir hier, das ist die Bahn, die wir eben gesehen haben, hier, als wir uns die Wasserbahn angesehen haben. Ich weiß nicht, also was ist das denn? Jetzt mega langsam, ich muss schneller machen jetzt. Und dann geht's wieder weiter hier. Es ist ja echt eher langweilig schon, die Bahn. Sehr, sehr langweilig. Kein Moment, wo man sagt, boah, krass. Und da kommt jetzt der nächste Hill. Obwohl man nichts erlebt hat. Also das gefällt mir rein. Also die Bahn gefällt mir absolut nicht. Die könnte, ist die, also wenn die wirklich existiert, ist das doch ein Kandidat für eine der schlechtesten Achterbahnen der Welt. Was ist es denn? Und was soll es darstellen? Hier auch schon wieder kein richtiger Hill. Minimal. Und es wird noch einen dritten Lift-Hill sogar geben, wo man sich denkt, bäh. Hör doch auf, es ist doch jetzt schon langweilig. Was soll das? Das ist doch nix.
tut mir leid, ey. Ich mach das jetzt schneller. Das nervt mich. Was ist denn das? Wirst du abgebremst jetzt, um auf den Lifthill aufzufahren? Also wenn das in real existiert, dann haben die doch einen Knall nicht gehört in Spanien. Leute, was ist denn das? Guckt euch eine Colorado Adventure Fantasia dann an. Bam, 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 dreimal Lifthill, aber auch dreimal Wumm. Ja, da ist ja dreimal ein Rums dahinter. Aber hier, das ist doch nichts. Das ist so ein bisschen hier den Wind durch die Haare. Aber das war's auch. Also jetzt hier am Ende, okay, da geht's ein bisschen ab. Aber generell, also weiß ich nicht. Was ist das denn für eine Bahn? Also, El Diablo. Pff. El Spacco ist das hier eher. Also ganz ehrlich, da will ich jetzt auch dem Parkerbauer nichts Böses, weil ich ja weiß wahrscheinlich, dass er sich hier wirklich an die Realität halten wollte und es die wahrscheinlich wirklich gibt. Also ich habe jetzt nochmal beschleunigt, aber das hier, ich möchte, dass das jetzt vorbei ist. Also das ist ja wirklich die schlechteste Achterbahn der Welt bis jetzt. Und es ist auch, man sieht es ja hier, überhaupt kein Grund da drauf zu gehen, selbst innerhalb des Spieles nicht. Also das werde ich googeln, die El Diablo werde ich googeln, ob es die wirklich gibt. Dann werde ich mir On-Ride El Diablo werde ich mir ansehen. Also das will ich ja mal sehen, ob es die wirklich gibt. Das ist ja strange. Sehr, sehr, sehr strange. Auch das Streaming kann ich jetzt nicht einordnen. Das ist ja eine Mischung aus Mexiko und hier Wild West. Ja, weiß ich nicht. Auch die Stützen hat er zwar selber gemacht, finde ich immer sehr lobenswert, aber in dem Falle sehen die nicht so geil aus, muss man mal sagen. Zu klobig. Nicht symmetrisch, warum sind die hier drei, also ich weiß nicht, das gefällt mir nicht. Es gefällt mir nicht, wie es hier aussieht. Irgendwie. Irgendwas ist hier, was mir nicht gefällt. So, was haben wir hier? Auch das Tor hier gefällt mir nicht, muss man mal sagen. So, das war El Diablo. Geht's denn hier auch weiter? Ja. Mhm. Oh, 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 oh. Haben wir da etwa einen Giga-Hyper-Mega-Coaster? Oder was? 41 Meter, ab da ist es ein. Ach Leute, ey, ich weiß es nicht. Ich kann sowas mir nicht merken, glaube ich. Ich glaube, Mega ist das Erste, dann kommt Hyper, dann kommt Giga und dann kommt noch Terra irgendwann. Aber nagelt mich nicht fest. Nagelt mich nicht fest. So. Auf jeden Fall, jetzt sind wir jetzt hier im China-Bereich da. Ah, schön. Also Grand Theater. Schon wieder ein Theater. Das fünfte mittlerweile, glaube ich. Also, es gibt auf jeden Fall ordentlich Shows in diesem Park. Das kann man ihm nicht vorwerfen. Und auch hier, wenn er das alles natürlich selber gemacht hat, vorausgesetzt, sind sehr schöne japanische Gebäude. Oder chinesische Gebäude, ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Sehr, sehr krasser Anstehbereich für die Bahn, die uns gleich erwartet. Die größte Bahn in diesem Park. Der Publikumsmagnet. Was ist das denn hier? Ich kann nicht mal lesen, was da steht. Keine Ahnung. Himalaya. Was ist das denn? Ist das der Eingangsbereich? Ich habe keine Ahnung. Aber es hat auch ein bisschen jetzt, hier liegt auch ein bisschen Schnee. Also es soll auch ein bisschen Himalaya dann wohl repräsentieren oder was. Sind das zwei Achterbahnen? Ja, Mensch, das sind ja zwei Achterbahnen oder was? Hier ist noch eine. Dann gehen wir erstmal die hintere hier. Ja, zwei. Ja, krass. Wusste ich gar nicht. Das hier ist ja, was ist das denn? Ja, normaler. Hey, was ist das denn jetzt gewesen? Ist das jetzt der rote oder der weiße ist das, ne? Hallo, klickst du den? Was ist denn hier? Wo ist denn mein... Fahr jetzt damit, da fährt gerade einer hoch. Oh. So, das ist immer richtig. Bam! Gucken wir uns das Ganze hier mal an, da. Das ist die höchste Achterbahn jetzt. Ich dachte erst, die rote wäre die höchste, aber nein, das hier ist die höchste. Ja, das sind aber schon... Das müsste meiner Meinung nach ein Hypercoaster. Nee, doch nicht. Ist kein 71 Meter hoch. Ist ein Gigacoaster. Megacoaster, Entschuldigung. Megacoaster. Sehr schön. Und den Looping hier, diese komische Kurve, habe ich auch gesehen. Auf einem Bild. Also den scheint es wirklich zu geben, den Coaster hier. Sehr smooth hier bis jetzt. Also kann man überhaupt nichts dran aussetzen. Hier ein bisschen Airtime. Ah, schön. Da fliegt einem doch der Pöppis entgegen quasi. Also dem Kopf. Ach, hier. Ach, guck mal hier. Und jetzt, bam! Geil! Getimtes Wasser, super. Holt schon wieder einiges raus hier. Sehr gut, das finde ich super. Und dann kommen wir jetzt hier ins Labyrinth. Abbremsen bitte. Dankeschön, perfekt. Aha. Ja, das gefällt mir.
Die sieht auch realistisch aus. Vielleicht ist sie jetzt nicht hundertprozentig genau realistisch, aber man weiß, wo es hinaus, worauf es hinausläuft. Schöne Bahn, macht Spaß zu fahren. So, und dann wollen wir aber die Route direkt auch noch mitnehmen hier in dem China-Bereich. Auch hier, ja, das, so sind halt diese Riesencoaster einfach geteamt. Ein paar Bäume rein, da kannst du ja nicht viel machen. Was willst du da machen? Ne? Vom Teaming meine ich jetzt. Gucken wir uns das natürlich auch noch an hier. Also wie gesagt, der asiatische Bereich hier gefällt mir eigentlich ganz gut. Ne? Guckt euch das hier im Sonnenuntergang mal an. Das sieht doch schön aus. Das sieht doch schön aus. Auch hier der große Baum hier, der so ein bisschen selber noch gebaut wurde. Ah, das gefällt mir. Der Einstiegsbereich ist sehr, sehr groß. Also wenn man hier wirklich voll, wenn man hier voll ansteht, da hast du ja keinen Bock mehr. Ach, guck mal. Ein Standing Coaster ist das. Heißt das so? Weiß ich nicht. Man steht jedenfalls da drin. War ich auch noch nicht drauf. Muss ich immer machen. Ist, glaube ich, ein geiles Gefühl. Ich hab extra auf Dings gedrückt. So, Rosvita drückt das Knöpfchen. Das finde ich gut. Dann geht's hier direkt los. Und dann schauen wir mal, was uns hier erwartet. Wie gesagt, man steht. Und ich glaube, wenn man hier in so einer ersten Reihe steht, ist es ein geiles Gefühl. Bei so einem Coaster kann ich, glaube ich, obwohl ich selber noch nie damit gefahren bin, empfehlen, euch in die erste Reihe zu stellen. Ich glaube, das ist cool. Guck mal hier, der Kreuzung, die Kreuzung der Mega-Coaster. Der, ja, wahrscheinlich mega. Ich weiß nicht. Aber 70 Meter sind das doch nicht, oder? Ich glaube, es ist ein Mega-Coaster. Beides. So, und dann stehst du nämlich jetzt hier und fährst da runter. Das ist, glaube ich, ein geiles Gefühl. Und ich glaube, wenn du stehst, musst du auch so ein bisschen smoother das alles machen. Ihr seht ja, dass jetzt der erste Hill eher in einer gewissen Gradzahl gehalten ist, die jetzt nicht so krass ist. Ja? Ich glaube, das ist halt extra. Kann ich mir jedenfalls vorstellen. Schöne Inversion hier, sehr smooth. Alles natürlich, wie gesagt, vor dem Hintergrund, dass man steht. Das finde ich cool. Ja, gefällt mir. Gefällt mir. Macht Spaß, oder nicht? Leute. Abbremsen hier. Sehr schön. Also das, also entweder ist er wirklich gut im Coasterbau oder er hat sich halt wirklich 1:1 an dem Original orientiert. Und wenn man sich an dem Original orientiert, ist das natürlich realistisch vom Streckenverlauf her, wann man bremst und wie schnell man ist. Die Reibung tatsächlich ist bei Planet Coaster nicht original. Das kann man aber einstellen in der Theorie. Dann ist die Reibung, die ist, glaube ich, im Planet Coaster nicht so krass wie in echt. Die ist quasi weniger Reibung, sodass man natürlich langsamer wird durch die Reibung, als in echt. Aber man kann einstellen, dass die genauso groß ist und dann muss man, dann baut man schon ganz andere Coaster tatsächlich. Nur mal so als kleiner Exkurs in Sachen Reibung und Planet Coaster. Ich weiß gerade nicht, wo man das einstellt. Ich glaube, in den Optionen kann man die Reibung einstellen. Ja. Gucken wir mal weiter. Wir sind noch nicht ganz durch. Leute, da hinten. Nee, das war der Scheiß-Coaster. Dueling Coaster, das hatten wir. Wo waren wir denn jetzt noch nicht? Wir waren noch irgendwo nicht. Da hinten, da habe ich doch. Schiffschaukel sehe ich da. Und ein Kindercoaster sehe ich da doch. Leute, das nehmen wir noch gerade mit hier. Guck mal hier, was ist das denn eigentlich? Also es gibt doch Kartbahnen, aber was ist das? Kann man da mit dem Rad, können die Kinder da mit dem Rad, ist das ein Fahrplatz hier, so ein Übungsplatz oder was, wo man seinen Fahrradführerschein macht? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Die Spanier, ne, die haben echt nicht mehr alle Latten da. Da, wo sie hingehören. Muss man nochmal sagen, was ist das denn hier Schönes? Das sieht schön aus. Alter, das ist alles mit Seilen gemacht. Das sieht krass aus. Was ist denn das? Ist das ein Spielplatz oder was ist das? Hier ist auf jeden Fall eher so ein bisschen Kinderland. Hier gibt's Kinderkarussells. Auch hier, selber gemacht. Kinderkarussell. Schön. Weil es halt anscheinend nicht genug Auswahl gab, hat man hier noch selber Hand angelegt, um nahe dem Original zu sein. Ja, das ist auf jeden Fall ein Spielplatz hier. Da kann man rein und runterrutschen hier. Finde ich cool. Hat er sich dran gehalten am Original. Ja, mein Lieber. Mhm. Was ist das denn jetzt eigentlich für ein Bereich? Ist das Polynesien? Übrigens, warum ich Polynesien erwähne. Er hat geschrieben, dass es auch einen Polynesien-Bereich gibt. Oh, da sehe ich doch schon hier die guten alten Teetassen. Und ich sehe auch die Dachformation, die Silver Red erfunden hat mit diesen kleinen Dingern hier. Das sind Teile ohne Ende, liebe Freunde. Das kann man mal sagen, ja. Kann ich das anklicken? Warum kann ich das nicht anklicken? Das ist nicht ein Gebäude? Dann hat er das reinkopiert. Das ist reinkopiert. Das kann nicht sein, eigentlich, oder?
Das hat er reinkopiert. Hat er nicht selber gebaut. Weil sonst wäre das doch ein Gebäude hier. Wäre doch ein Gebäude hier. Oder ist es... Nee. Das ist kein eigenes Gebäude. Okay. Dafür haben wir jetzt aber keine Zeit. So. Hier, weiteres Rundfahrgeschäft. Die Elixiermaschine ist natürlich am Start hier. So, was haben wir hier? Gobra Imperial. Ja, das wird wahrscheinlich die Dings sein. Was haben wir hier? Das sieht mir wieder aus wie ein großes Restaurant, ein großer Restaurantkomplex. Dienstleistungssektor hier. Ja, ja. Hier kann man sich hinsetzen und Nobel essen. Okay. Alles sehr verworren hier. Überhaupt, dieser Bereich hier mit den vielen Bäumen ist sehr unübersichtlich. Da bin ich froh, jetzt nicht als Parkbesucher hier durchgehen zu müssen. Das ist schon sehr unübersichtlich hier. Jetzt hier rum und da lang und da ist eine Treppe. What the fuck? Also das ist schon... Was ist denn das hier? Sind wir jetzt plötzlich wieder im China-Bereich? Mensch, was ist es denn? Jetzt mal ernsthaft, das hier war doch nicht mehr China. Da hinten ist China und hier wieder, oder was? Rall ich nicht. Ist hier was drin? Nee, das scheint auch ein großes Restaurant zu sein. Alter, wie viele Restaurants hat der denn? Und auch Theater. Da ist schon wieder ein Theater. Jesus, Mann, Maria und Josef. Was ist denn mit den Spaniern los? Gehen die nur in so Shows oder was? Wie klein die Bühne einfach ist. Was? Hier ist schon wieder so ein Theater, ey. Ah, hier ist die Schiffschaukel, die ich eben gesucht habe. Haben wir sie auch mal gefunden. Sehr schön. Einen kleinen See gelegt, das gefällt mir. Überhaupt, der Bereich gefällt mir schon. Er ist nur extrem unübersichtlich. Ich weiß nicht, wo man hier lang geht. Deswegen bin ich froh, dass ich jetzt fliegen kann. Sonst wären wir hier ewig beschäftigt. So, Kindercoaster. Wollen wir natürlich noch eine Runde mit drehen hier. Komm. Da lassen wir uns jetzt nicht lumpen. Lassen wir uns nicht lumpen. So. Test. Rein. Ab. Alejandro. Alejandro, drück den Knopf hier direkt. Jawohl. Sehr schön. Alejandro, drück den Knopf hier direkt. Und wir direkt. Hill hoch. Und dann, ne? Runter. Gleich. Und dahinter Feuerwerk. Söhne. Söhne. Aha. So, gucken wir uns den Kindercoaster nochmal an hier. Ob die Kinder denn auch was zu lachen haben. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Das sieht alles sehr, sehr realistisch und smoothie aus. Das kann man nicht beklagen hier. Sehr schön. Sogar ein bisschen Airtime hier für die Kleinen da. Ein bisschen enge Kurven hier. Sehr schön. Ja, da haben die auf jeden Fall Spaß. Haben die auf jeden Fall Spaß. Da werden sie abgebremst und sind wieder in dem Stationsgebäude. Das ist doch cool. Ich muss es jetzt mal wissen. Was habe ich jetzt hier nicht gesehen, bitte? Da hinten ist doch wieder ein Gebäude. Ist da was drin? Leute. Nein. Steht irgendwas. Ist mir jetzt auch egal, was da steht. Ich kann eh kein Spanisch. So, und hier haben wir, was haben wir hier? Alter, das ist wirklich unübersichtlich. Guckt euch das mal an. Wobei, es geht eigentlich. Aber trotzdem, nee, es ist unübersichtlich. Bleibe dabei. Hier sind wir irgendwie rein. Hier ist dieses Kinderland mit den Rutschen. Dann geht man hier, da kann man lang, da, hier. Was ist denn das? Ich habe keine Ahnung. Was ist das denn hier hinten? Hier ist auch irgendwas. Was ist das denn? Irgendwas ist hier. Was? So eine Kneipptour für die Füße oder was ist das? Noch eine Show! Alter! 88 Shows in diesem Park! 15 Bühnen, 88 Shows, liebe Freunde. What the hell? Also ein spanischer Vergnügungspark reizt mich irgendwie jetzt nicht mehr. Ich bin nicht so der Show-Fan. Also ich gucke mir vielleicht eine Show an, aber das war's auch. Hier kann man ja, da musst du ja 5 Tage in dem Park bleiben, um die ganzen Shows überhaupt zu sehen. Was ist denn da los? Also wirklich. Und dann haben wir hier, was ist das? Kann man hier wohnen oder sind das Shops? Auf jeden Fall schön realistisch gehalten hier hinten. Und auch hier, das hier zum Beispiel. Ein richtig schöner Platz, finde ich. Viele Brücken. Schön gemacht. Und hier hinten haben wir einen Achterbahn-Water-Dual-Dings-Coaster. Tutuki Splash. Gucken wir uns das noch an hier. Ach, jetzt habe ich zugemacht. Ich bin ja noch dumm. Gucken wir uns noch mal an hier. Tutuki. So, nicht im richtigen Boot. Lass uns mal ins richtige Boot. So. Aha. Erst... Ja, ich mach mal ein bisschen schneller hier. Das ist jetzt erst wohl Art Themenfahrt hier durch den Berg. Das dauert mir zu lange sonst hier, wenn das
Der fährt ja mega langsam. Du bist ja 3 Stunden. Du kannst den Park niemals in einem, das ist, was ist denn das? Vielleicht liegt es aber auch an der nicht originalgetreuen Reibung. Wollen wir es mal darauf schieben. So, jetzt kriegen wir hier ein bisschen Speed. Das ist auch, die Decke ist ein bisschen sehr eng. Also da kriegt man auf jeden Fall den Kopf rasiert. Definitiv. So, und dann geht's ab ins Wasser. Sehr schön. Liebe Freunde, und dann tuckern wir hier rum. Ich muss das schneller machen. Es tut mir leid. Ich habe auch noch was anderes vor. Und das ist ja fast eine Wasserbahn. Also von daher, den Rollercoaster-Part wollen wir natürlich machen, aber ich muss mich hier leider auch ein bisschen an mein Zeitfenster halten. Ihr kennt es. Es tut mir sehr leid, aber das muss sein. Das muss sein. So, und jetzt haben wir hier den großen Splash-Moment. Und er hat, so sieht es zumindest aus, hier der Achterbahnteil umkleidet mit selber geschient quasi. Guckt euch das hier an. Weiß nicht, ob es notwendig ist. Hätte ich jetzt nicht gewusst, dass es ein originaler Park ist, hätte ich jetzt gesagt, warum? Hätte es aber die Schienen lassen. Aber dass das in Wirklichkeit gibt und vielleicht wirklich so aussieht, finde ich es okay. Und da wird man jetzt nochmal nass gespritzt hier. Mach schneller. Zack, da ab dafür. Nass wird man hier durchaus. So, dann geht es nochmal hoch. Ich glaube, dann sind wir auch schon wieder langsam, aber sicher in der Stationsnähe. Da ist sie auch schon. Ja, also den finde ich auch cool. Vollkommen legitimer Coaster hier. Oder Wasserbahncoaster. Auch schön gethemed. Gefällt mir. Das ist eigentlich, wenn ich das, glaube ich, so in Erinnerung habe, mit die schönste Attraktion vom Theming her. Weil das echt cool aussieht hier. Sehr, sehr grün. Und das gefällt mir. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und dann sind wir hier, glaube ich, jetzt auch wieder am Eingang angelangt. Und haben, glaube ich, wenn ich das jetzt so richtig sehe, zumindest mal den Hauptteil gesehen, oder? Haben wir jetzt hier großartig was verpasst. In der Mitte des Parks fuhr die eine Bahn lang. Hier ist die Elixiermaschine, sind wir vorbei. Da sind die Teetassen. Nö, ich glaube, soweit haben wir alles gesehen. Und ja, sehr strange, muss ich sagen. Also, als ich den Park, das Bild auf dem Steam Workshop war, glaube ich, so ähnlich wie jetzt hier, habe ich gedacht, wow, krass, sieht cool aus. Da wird viel zu sehen sein. Aber er ist echt strange. Also er ist echt ein bisschen strange, muss ich sagen. Also finde ich, im Vergleich zu den Parks, die ich halt so kenne, sehr, sehr viele Shows. Ich werde jetzt hier keine Bewertung vornehmen, weil wir keine Zeit mehr haben. Wir sind 50 Minuten hier schon. Ich weiß nicht, wo die Zeit geblieben ist. So groß ist er doch gar nicht. Bin ich zu langsam geworden? Ich habe keine Ahnung. Ich kann jetzt auch nicht mehr reden. Mein Mund ist zu müde. Oder so. Ihr merkt's. Es ist spät. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß hier heute bei Port Aventura und oder Adventurer. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Parkshow wieder froh und munter. Ach, das Ding hier hinten. Sehr, sehr komisch. Auf jeden Fall Respekt an Alf ATM, dass du den nachgebaut hast. Ich werde mir nochmal selber El Diablo auch mal ansehen, ob die wirklich so ist oder nicht. Und großen Respekt an Alf ATM. Super gemacht. Und deswegen lasse ich auch noch eine, ist nicht nur die Zeit, sondern auch noch die Reason, warum ich die, ein Grund, warum ich die jetzt keine Bewertung mache, weil er sich eben an einem echten Park orientiert hat. Da kannst du das Theming ja nicht richtig bewerten und die Achterbahn und die Attraktionen, weil er einfach einen Park nachgebaut hat. So, deswegen auch keine Bewertung, damit wir das auch nochmal abgehakt haben. Nicht, dass jetzt hier wieder böse Kommentare folgen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, sage tschüss, macht es gut, bis zum nächsten Mal hier bei der Parkshow. Machen wir wieder was anderes heute. Cool, bin ich dabei. Tschüss, Leute.